Oh, hoi! Oh, wow, wow. Wieso? Man, so kann ich nicht. Da, läuft er! Welcome to my kitchen. I got plenty to eat. Let me get your beverage, please take a seat. In my bar, I got ganz herzlich willkommen bei Kochbar, die Kochshow, die nicht ganz normal ist. Mein Name ist Fabian Zbinden und bei uns wird eben mehr als nur gekocht. Es wird tanzen, es wird gesungen, rumgerölt und es wird auch gespielt. Aber es gibt eben auch geile Drinks. Und die macht mein bester Freund, Salar Barampuri. Geil. Ja, es gibt gute Drinks, aber die haben vor allem auch Hunger mitgebracht. Und wir haben heute zwei Gäste mit am Start. Einerseits der Stand-up-Comedian Fabio Landert und wir haben den Mann von SRF Virus, den Flavio Stucki. Einen grossen Applaus. Hey, kann ich zu uns? Hallo. Okay. Oh, das ist geil. Geil. Uns läuft es immer so bei der Kochbar. Wir wollen ein Thema, wo wir darüber reden können. Und zwar hilft uns hier unsere Slotmaschine. Komm, zieh mal am Hebel. Schweizer Fahne, Käse, Bändli. Ja, meine Gondelbahn, das ist, glaube ich, ein bisschen Kultur in der Schweiz, oder? Käse, Schweizer Fahne. Dann sehr traditionell. Bünzli. Ja, Bünzli. Und Kultur. Wollen wir uns auf das einigen? Diskutieren wir an der Bahn. Machen wir. Super. Wer von euch beiden ist der grösste Bünzli und warum? Ich kenne dich nicht so gut, aber ich bin schon ein echter Bünzli. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du mehr Bünzli bist als ich. Weil du so bünzlig also aussiehst. Das stimmt wirklich. Ich bin heute eine halbe Stunde früher da gesehen. Eben, siehst du, bist auch ein Bünzli. Dann bin ich jetzt mehr Bünzli. Ja gut, nur wenn man nicht weiss, wenn es anfängt. Aber auch etwas so... Wieso haben wir mit einem Stand-up-Comedian zusammen? Wer hat mehr Ahnung von Kultur? Er schafft beim Messer. Er muss eine richtige Kultur. Ich schaffe bei Virus und das hat, glaube ich, am wenigsten mit Kultur zu tun. Aber mit Bünzli. SRF Virus, der erste Sender vom Jahr, wo Last Christmas spielt. Das Glück vielleicht ab und zu mal einen Film. Ich habe meinen Namen erst euch geschaut. Ah, das ist mal so schön geschickt. Ich habe einen Cousin, der Musical-Darsteller ist. Das ist die. Sehr cool. Hast du mal ein Buch gelesen? Ein Buch, mein Name ist Eugen, habe ich gelesen. Ja, wirklich, das ist wirklich. Also, wir haben zwei absolute Bünzlis eingeladen. Darum brauchen wir jetzt etwas Spezielles. Zwei halbkultivierte Bünzli. Ja, zwei halbkultivierte, tätowierte Bünzli mit Ohrringen und Schnauze. Ich habe keine Tattoos, das ist auch Bünzli. Nein, aber eben, weil ihr so normal seid, brauchen wir jetzt etwas Spezielles für unsere lieben Gästinnen und Gäste, die wir hier mit am Start haben, in der Kochbar. Und zwar gibt es heute ein Game, wo es um Balance geht. Und jetzt mal schauen, wer da mitmacht. Wie heisst du? Ryan. Ryan, von wo? Von Lampenberg. Hey, let's go! Basel-Land. Okay. You can do it! Ryan! Was? Basel-Land! Also, Ryan, das ist eine Stapelwippe. Und auf die kannst du draufstehen. Du hast sechs Büchsen. Und die musst du, während du hier am Balancieren bist, musst du die zu einem schönen Turm aufbauen. Traust du das zu? Ja. Super. Also. Kannst du loslegen? Easy, oder geht's so? Ja, ist schon schwierig. Aber ich würde die Balance behalten. Ja, ja, danke, ja. Danke. Ein Applaus für den Ryan. Viel Erfolg. Ryan, jawohl. Sehr schön. Hast du gewusst? Wenn der Ellbogen abschlägt, spürt es die Person nicht. Ja, ganz ehrlich. Ryan, wie alt bist du? 21. 21? Ja, mit 21 müsst ihr schon stehen. Ja! Und der Ryan hat es geschafft! Yes! Mega! Super! Jetzt Flavio hat mir gekuschelt, dass es Menschen nicht spüren, wenn man ihnen den Ellbogen abschlägt. Hier ist der Beweis. Hast du nicht gemerkt? Hey, du hast mich hier abgeschlägt! Zweimal! Weil ich sehe noch so einen aufgeripsten Ellbogen, aber es hat er erst im Nachhinein gesehen. Weißt du was? Ein abgeschlägter Ellbogen kann sicher nur Glück bringen. Gehen wir kochen zusammen. Komm, wir gehen mit dir hier raus. Let's cook. Let's cook. Kochst du viel daheim? Selber? Ist dir etwas, ist es wichtig für dich? Das ist sehr wichtig. Weil Liebe geht durch den Magen. Wow. Ja.
Hat zwar niemand die Eier. Wenn ein Typ wie du das so Zeug sagt, dann macht er mir einfach an. Stimmt irgendetwas nicht. Aber wir machen etwas Geiles heute. Wir machen nämlich eigentlich etwas, das mega traditionell ist, aber gleich schon einen Kultstatus hat. Weil es ist ein Rezept von meiner Großmutter. Die hat immer so feine Maisgaletten gemacht. Ich mache es etwas moderner. Mit noch ein bisschen Süßkartoffeln drin, mit geilen Kräutchen. Und dazu ein Rainbow Salad mit ganz viel Gemüse. Wir haben Zucchetti, Gurken, Rüebli und machen eine schöne Soße dazu. Und es kommt nach oben drauf. Und ja, das klingt doch gut. Gefällt dir das? Das klingt gut. Bunt, ja. Ja, das ist. Ist das wirklich original von deiner Großmutter? Sie hat das, ich glaube, sie hat das wirklich erfunden. Ohne Scheiß. Ich erzähle jetzt einfach die Geschichte, also, dass sie das erfunden hat. Wie heisst die Großmutter? Trudi? Trudi Antener. Trudi Antener. Sie ist schon hier. Sie ist mit dem Spirit da. Sie schaut jetzt vor allem, dass wir sie richtig machen. Wenn du Galette machst, der so Rainbow Salad, sie so, das habe ich nie gesehen. Das ist nie gegeben. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Ich habe einen einfachen Teig gemacht. Mau. Milch, ein bisschen Eier. Du kannst mal schnell rühren, wenn ich da die Sachen rein tue. Wie bist du in der Küche so als Typ? Weil zum Beispiel, wenn ich koche, ja, also da ist so eine Situation, die überfordert mich. Ja, ich merke es gut. Du rührst ganz komisch. Ah. Du hast den Schwingbass ein bisschen wie ein Schreiber, weißt du? Willst du nicht wieso haben? Wieso? Ja. Ich bin besser. Dann Süßkartoffel. Einfach schnell durch den Rösti raffeln. Ja, aus die Oberfläche. Sehr schön. Opa. Mit den Fingern. Du hast dich gewaschen, oder? Pass auf, ja. Der schlägt Ellbogen ab. Der Mensch schlägt Ellbogen ab. Ich würde sagen, dem Typ traue ich überhaupt nicht. Ich kann nicht. Kräutli, was ist dein Lieblingskräutli? Bist du einer, so Koriander liebt oder hasst oder irgendwie Basilikum überall drauf? Ich verstehe die ganze so Koriander-Debatte nicht so. Ja, das ist echt ein paar Leute ist das so. Nein, Koriander nicht und spinnst du? Ja, okay, dann essen sie es einfach nicht. Reden sie immer, also das ist die Reaktion. So. Ja, wenn ich sage, ich habe Koriander. Was? Du hast Koriander gern? Hast du gern? Nein! Ich sehe euch. Gibt's doch nicht! Chill, ja, genetischen Fehler. Weißt du einen genetischen Fehler? Nein, wenn die Leute haben es gern, weil es eben, kann sein genau, und die anderen haben wirklich ein genetisches Thema. Genau, für ein paar schmeckt es nach Waschmittel, oder? Ja. Weißt du, sie lassen schnell den Herd in der Zwischenzeit. Ja. Oh, hoi! Wow, wow, wow. So, man, so koche ich nicht. Da, läuft doch. Salat? Ja? Was machst du genau? Was ist das? Hey, es gibt einen Roof Garden Cooler. Und das ist ganz ein cooler Drink, weil der gar nicht so viel Alkohol drin hat. Das ist so ein bisschen Wermut drin. Dann haben wir ein bisschen Angostura-Bitter. Dann haben wir Limettensaft und wir füllen es mit Ginger Ale auffüllen. Kochen ist schon ein sexy Beruf, wenn du denkst, ne? Es ist länderbedingt, weißt? Je nach in Deutschland zum Beispiel ist es wie so, du bist Koch. Ja gut. Wo ich wie so 5 Euro Stundenlohn bekomme. Und in Amerika ist es eher so, you're a chef, that's amazing. Und dann schmecken sie so dir. You smell like coriander. I hate coriander, man. Ich bin ein kleines Ding. Also. Kommt cool. Unsere Maisgalette brätseln wir auf beiden Seiten schön anbräteln. Und nachher sind die schon ready zum Servieren. Wie sieht es aus bei den Drinks? So. Hey. Gut, sieht es aus. Wir haben gewartet. Wenn ihr einen Schluck? Ja, sicher. Ja. Ja. Also. Natürlich. Cocktailito! Voilà. So, schau mal, Jungs. Kommen zu uns. Einmal für dich. Darf ich deinen Drink? Ich vertraue irgendwie dem Flavio. Ja. So. Super gelaufen. Cheers. Also, cheers. Wie gesagt, in Kochbar wird nicht nur gekocht und es gibt schöne Drinks, sondern wir spielen eben ab und zu noch etwas. Wie sieht es bei euch aus? Wollen wir spielen? Ja, spielen. Runde Game Time. Wir haben drei Kärtchen. Darauf sind drei Texte in drei verschiedenen Dialekten. Du kannst das mega gut machen, imitieren. Und wir müssen herausfinden, welcher Dialekt das ist und was es denn auch noch heisst. Oder? Nicht ganz einfach. Das ist deine Disziplin. Also kannst du... Nein, jetzt tun wir die Erwartungen mega hoch machen. Und ja, natürlich! Wenn die Leute, die das sehen, das ist das so schlecht. Wir laden nur die krassesten Leute ein. Das geht jetzt viral und dann wirst du mindestens in drei Kantonen gehasst. Das war schon Spaß. Nachti ist mein Vetter. Stegemacher-Kohn ohne etwas an den Mann zu legen. Liechtenstein. Witzli, so. Liechtenstein. Ja, der Kanton Liechtenstein, wir kennen ihn. Also irgendwie der Vater ist letzte Nacht Stegen bekommen, ohne dass er etwas anhat.
Irgendwie so. Gudla Blut. Ja. Gudla Blut, eben. Gut, ihr seid Berner, oder? Oder was sind ihr? Hast du? Ah, du bist von Chur. Ja gut, du bist von Chur, stimmt. Von welchem Kanton bist du? Zürich. Zürich? Nein, ist von Bern, Alter. Ist Berner. Ja. Der ist ja der, der am nächsten am Ding ist, am Walliserdeutsch, oder? Ist es Walliserdeutsch, oder? Es ist eine Art von Walliserdeutsch, aber es ist nicht das typische Walliserdeutsch. Ich weiss... Ah, Ding, Lampenbär. Was steht da drauf? Es steht Walliser. Ja, es ist ein Walliser Dialekt. Es ist Walliserdeutsch mit einem Lampenbergischen Akzent. Ich möchte nicht erraten, was es heißt. Das ist eigentlich die Story von Ryan. Wir müssen nicht erraten, was es heißt. Doch, wir haben es ja gesagt. Der Fabian hat es gesagt. Was bedeutet? Letzte Nacht ist der Vater oben runtergekommen und hat nichts angehabt. Was ist der Vetter? Der Vater? Der Rosbär. Der Vetter ist der Cousin. Ah, der Vetter Bios, das haben wir auch im anderen. Ja, also next, komm. Okay. Komm. Nichts gewesen. Perverses. Sagst du etwas? Jetzt, ja. Ah. Der noch nie so ruhig gewesen. Jetzt der ist furchtbar, Alter. Wieso schaffst du beim SRF? Wenn du den Gruppen nicht hast, kannst du dir nur Scheien sparnälen, dass man sie reintängeln kann. Das ist jetzt der Schluss. Boah, hat aber auch ein bisschen reintängeln gesagt. Reintängeln. Boah, da halte ich mich mit draussen so Themen. Nein, ich will keinen Shitstorm. Reintängeln, hat er wirklich gesagt. Wenn du den Grund nicht hast, kannst du dann schnell hier sparnälen, dass wir sie dann reintängeln können. Ja, das ist doch klar. Reintängeln. Nein, weißt du es? Nein. Gehen wir noch mal in diesen Innerschweizer Kantonen. Komm mal. Innerrhoden, Appenzell. Dort, wo. Das ist doch nicht Innerschweiz. Dort, wo die Verwandtschaft noch. Kreis. Das kann ich kennen. Jetzt sag mal das Richtige. Ja, ich weiß es. Es ist nicht walderisch. Nicht walderisch? Das habe ich doch gesagt. Nein, du bist Appenzell. Du bist im Appenzell gekommen. Was denken ihr, was heisst es? Keine Ahnung. Etwas reintängeln, reinschlagen. Ja. Aber was? Nach dem Entrinden kannst du die Zaunposten spitzen, damit man sie einschlagen kann. Aber geil! Geil, spiel ich sie! Eigentlich, nein, total versagt. Wir kochen weiter. Salat, du kannst die Maisgalette noch schnell ein bisschen drehen. Fabio, du kannst mir hier Rainbow Strings rausdrehen. Kannst du wirklich dazu? Einfach rein. Du kannst mir schön ein Münzen zupfen hier. Und ich mache noch Sösseli für unseren Rainbow Salad. Muss ich einfach ein Zucchetti reinhauen, oder? Und dann noch das Rüebli und noch Gurken. Nice. Ein bisschen Ahornsirup, ein bisschen Olivenöl. Ah, die Leute könnten da nachkochen quasi. Das Rezept ist dann online. Ja. Die Salz, ein bisschen Dijon-Senf kommt noch drin. Und dann Limettensaft von einer frischen Limette. Schön direkt reingepresst. Gurken übrigens ein riesen Glow-Up gehabt, seit es die Hipster-Läden gibt. Sonst würde Gurken niemand anschauen. Gut, aber dann müsste der Flavio Bescheid wissen. Bin ich ein Hipster? Ja, du siehst einfach aus wie ein. Was? Das? Bist ein was? Hey, blendet mal so einen Hipster ein. Nein, aber das sind verkappte Bündel, sie sehen alle gleich aus. Okay. Oh, wow, wow. Nein, ich bin froh, steht er so weit weg, so schwer ist lange abgeschleckt worden. So. Und die langsam anfangen anrichten hier. Fantastisch! Kannst du mir anfangen, ein paar Maisgaletten hier so ein bisschen verteilen? Hey, aber der Salat hat eine richtig krasse Stimme, nicht? Aber am Fernsehen tönt es eben nicht so krass. Ja, finde ich auch. Und jetzt richten wir an und machen unsere Maiskalette fertig. Rainbow Salad ist oben drauf. Die sind schön ausgebrätelt hier, schön gewürzt. Alles fresh, bunt, knackig. Das Traditionsgericht, ein bisschen neu interpretiert. Jungs, die gehen. Die gehen. Unbedingt. Etwas essen. So. Also gut, rein damit, oder? Guten Abend. Guten Abend. Im schönen Schweizerland. Genau, das hat man auch. Oder? Hier ist vor allem geil, ja. Aber weißt du, was wir auch noch machen? Was? Bevor wir alles aufgegessen haben. Ja. Mein Lieblingsspiel. Es ist eigentlich gar kein Spiel. Es ist nämlich ein Teil von meinem Leben. Ja. Karaoke singen. Ich liebe es. Aber wo haben wir das? Kennen wir, oder? Kommen alle zu uns! Machen mit! Schau dich noch an! Für mich auch bei der Sommernacht. Nachdem ich einen Berg durchgemacht habe, da sind wir getroffen vor der Hütte los. Sie sind was, sie kommen von Blumenstrauß. Auf dem Bäckchen vor dem leeren Stall. Sagt sie zu mir, es ist kein Zufall. Ich glaube, wir sind nur einig hier. Als wär's ein Film.